Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ja, heute ein Wandervideo. Der Herr Muck und ich, wir waren auf dem Nordpfad zwei Mühlen unterwegs. Die erste Mühle ist hier im Bild, das ist die Wassermühle Eitzmühlen. Super, super schön anzusehen und ja, aus dem Jahre 1300, ganz, ganz toll an der Oste gelegen. Ein mega, mega schöner Ort und man sieht das mit Strand, das heißt, Kanuten können da anlegen. Und in der Wassermühle drin ist das Ostercafé. Da kann ich nur sagen, Gastronomie muss man lieben, muss man können und es muss regional was sein. Und all das ist im Ostercafé erfüllt. Also lohnt sich auf jeden Fall ganz, ganz toll. Selbstgebackener Kuchen, ja, regionale Kaffeespezialitäten. Regionales Eis vom Eisdealer, also was das Herz begehrt, einfach nur wunder, wunder schön und toll. So, zurück zur Route. Man sieht da Streckenlänge 10,9, da gehe ich noch drauf ein und so, ich sage jetzt mal ganz grob, zwei absolute Highlights, die Wassermühlen, also die Wassermühle Bademühlen, die ist ein bisschen jünger, die kommt aus dem Jahr 1542. Und ist noch voll funktionstüchtig und kann auch besichtigt werden. So, wir sind jetzt aber auf dem Weg zur Mergelkuhle. Das war tatsächlich mal so, dass die so das hiesige Gebiet mit Düngekalk versorgt hat. Ist heute unter Naturschutz, ist ein ja, wunderschöner Seeteich, wie auch immer, auf jeden Fall mit Seerosen übersät und im Frühjahr hört man da die Frösche. Ganz tolles, ja, ganz, ganz tolle Location, super, super schön und mit historischem Hintergrund. Also in dieser, deshalb guckt Herr Muck so, der kann das wahrscheinlich nicht hinein. In dieser Mergelkuhle hat man Überreste von einem Mammut gefunden, unter anderem einen riesigen Mammutstoßzahn. Und daher hat Godenstedt auch das Wappen bekommen, also im Wappen von Godenstedt ist das Mammut mit richtig tollen Stoßzähnen drin. Und es hat dann irgendwann die Gemeinde Seedorf übernommen. So, dritte Mühle. Ölmühle, Bio-Ölmühle. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in der Gruppe wandert, die Ölmühle Godenstedt zu besuchen, zu besichtigen. Der Müller erklärt das mega, mega toll. Also auch das immer. So ein bisschen nebenbei, neben der Wanderung einplanen. Wie gesagt, lohnt sich, macht absolut Spaß. Und wir sind hier am Rastplatz an der Oste in Godenstedt. Und Herr Muck wollte unbedingt unter die Brücke einmal. Ich weiß nicht, was es da gab, außer der Oste, die ja immer sehr nice ist, aber er hat da einmal geguckt, hat sich überzeugt, dass da alles soweit in Ordnung ist und dann sind wir wieder zurück auf den Wanderweg gegangen Richtung Glockenturm. Der Glockenturm, auch eine Besonderheit vom schönen Godenstedt, das war nach dem Krieg so, dass in Selsingen für neue Kirchenglocken gesammelt wurde. Ja, es wurde wohl reichlich gespendet und dann hat Godenstedt diese Dorfglocke gekriegt. Die ist bis 1970 regelmäßig per Hand bedient und geläutet worden. Danach unregelmäßig, ich meine so bis 1990 ungefähr. Und jetzt elektronisch eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass ich glaube ein oder zweimal täglich noch geläutet wird. So, die Nationalpflanze Niedersachsens, der Mais. Und ja, ich bin oder wir, Herr Muck und ich, wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Bademühlen zur Wassermühle. Und vielleicht schon mal als Ankündigung, ich werde bei der Wassermühle schweigen und das Wasser und die Mühle sprechen lassen und erzähle dann nachher wieder etwas zum wunderschönen Weg und zur Landschaft. Ja, hier vielleicht noch ganz, ganz toller Wald. Also wirklich eine Wanderung, die absolut Spaß macht. Nur, nur toll. So, nun sind wir schon fast bei der Mühle. Nun setzt meine
Ankündigung ein. Jetzt schweige ich. Weiter geht's und waldig geht es weiter. Das ist schon der Wald von Ostereichstätt. Da in der Nähe im Märchenwald wohnt Hannihase, der Osterhase. Den wollten Herr Muck und ich natürlich besuchen. Aber erstmal noch ein kleines Indiz. Die Pilzsaison hat begonnen. Der Herbst ruft. Super schön anzusehen. Hier ist er. Hier ist Hannihase. Und es ist wirklich ein wunderschöner Märchenwald. Herr Muck und ich, wir haben dann natürlich noch geguckt, wo wohnt Hannihase. Und ja, wir haben ihn einen Besuch abgestattet. Man muss sagen, so, ja, also tauschen wollen wir nicht, aber hat schon was. Und auf jeden Fall den Osterhasen besuchen, wenn man hier schon auf dem Trail unterwegs ist, das lohnt sich. So, nun geht das mit riesengroßen Schritten durch den Wald schon zur Eizer Wassermühle zurück. Ich mache noch ein paar Anmerkungen zur Kilometerzahl. Also 10,9 ist regulär mit Abzweig, also Wassermühle, Bademühlen muss man mitnehmen. Ist es ein Kilometer mehr. 11,9, Hannihase stand 0,4 dran, glaube ich nicht. Das sind vielleicht 100 Meter. Ist egal, so kommt man auf 12. Und Herr Muck und ich, wir sind noch die Zevener Geest. Das ist ein anderer Nordpfad, so ein wenig gegangen. Da haben wir mal nichts von gezeigt. Da wollen wir vielleicht nochmal so ein Video machen. Also roundabout, denke ich, ist man so 3 Stunden unterwegs. Aber es ist eine Wanderung, die sich gerade für Gruppen eignet. Und da würde ich immer eine Besichtigung bei der Ölmühle in Godenstedt einplanen. Da würde ich sehen, dass man möglichst sogar eine Führung bei der Wassermühle, Bademühlen bekommt und natürlich, dass man dann beim Ostercafé bei der Wassermühle Eizmühlen tatsächlich auch einkehrt, weil wie gesagt, die Gastronomie ist göttlich. Und ja, wenn noch Zeit da ist, man kann sich der
dann wirklich ins Kajak setzen, die Oster runterfahren oder noch etwas anderes machen, wenn das an Programm nicht ausreichen sollte. Also kombinieren kann man da ganz, ganz viel und die Gegend macht auch wirklich total viel Spaß. Herrn Muck und mir, uns hat die erste, ich sage jetzt mal, größere Wanderung auch super viel Spaß gemacht. Und ich sage liebe, liebe Grüße, bis zum nächsten Wandervideo. Alles, alles Gute, ciao.